sitzt du gerade auf dem Klo. Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Das geht niemandem was an hier. Mich wundert aber nichts mehr. Okay, die Folge heißt, ich rieche oft an Männern. Das könnte jeder von euch sein. Könnte jeden von euch betreffen. Ja, jeder, man kennt es in der Öffentlichkeit oft. Ja, macht man einfach mal den guten alten Hodenschnuff, einfach Kontrollgriff und dann so. Bei anderen Leuten aber natürlich nur, ne? Macht jeder von euch. Habt ihr auch schon alle zugegeben. Okay, also ist jetzt nicht so beeindruckend der Titel, finde ich eher so alltäglich. Ganz normale Sachen. Auch, ja, auch beim Einkaufen, auch in der Fußgängerpassage oder Klassentreffen, wenn man sich nach 10 Jahren mal wieder sieht, erstmal kurz den guten Schnuff machen. Genau, den Yogi. Einfach den Yogi. Twitch-Clips. Die neuesten Twitch-Clips aus Germany. Gehen wir mal rein. Komm, was für ein Clip Germany macht. Was habe ich da gerade gesehen? Eine okay. Bekannte von mir. Und die haben dann noch den Neubau. Das heißt, die kommen regelmäßig zu dem Neubau gucken. Ja. Und jetzt kommt die dahin. Oh Gott. Warte, ich wollte gerade lauter machen. Was? Lolle, dankeschön. Vielen Dank. Ich kann es gerade nicht lesen. Nein, was? Schwäger noch sage ich. Dankeschön, Lolle, dankeschön. Vielen Dank. Genau jetzt, wo ich gerade lauter mache. Lolle, vielen Dank, dankeschön. Warte, Entschuldigung, das war jetzt war nicht geplant. Entschuldigung. Hi YouTube, na, wie geht's? Gruß geht raus. Eine Bekannte von mir. Und die haben dann noch den Neubau. Das heißt, die kommen regelmäßig zu dem Neubau gucken. Mhm. Und jetzt kommt die dahin und sagt einen Tag, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du zu deinem Neubau gehst und guckst, ob alles in Ordnung ist. Und dann siehst, dass einer der Handwerker den einen fetten Haufen in eine nicht bewässerte Toilette gesetzt hat. Bah! Buh! Uff! Aber dafür steht man doch draußen eine mobile Toilette auf eigentlich. Dafür ist doch ein Dixie-Klo eigentlich vor der Baustelle. Normaler, also weiß ich nicht eigentlich. Aber das ist natürlich, oh. Aber vielleicht wusste der einfach nicht. Vielleicht wusste der es einfach nicht. Und, oder, was du auch machen kannst, stell ihm die unbewässerte Toilette, wenn die schon angeschlossen ist, stell sie mal einen Wassereimer. Das geht auch. Einmal so ein Wassereimer und dann, flupp. So, das, ja, gibt genug Chefs, die das nicht mehr zahlen. Ein Wassereimer? Oder, ach, ein Dixie-Klo wahrscheinlich. Oh, okay, das ist, oh. Ich wette mit euch, es gibt auch Leute, 100 pro, die bei Ikea zum Beispiel in die Showtoiletten scheißen. 100 pro gibt's das, 100 pro. Verwette ich meinen Arsch drauf. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern bestimmt schon öfter. Haben wir Leute zufällig, die bei Ikea arbeiten und das beantworten können? Oder generell Baumärkten? Bei Ikea ist abgeklebt, okay. Als IKEA-Mitarbeiter, ja, das ist so. Ah, okay. Bei IKEA selbst erlebt. Okay, bei Obi 3 bis 5 Mal im Jahr. Alter, das ist unfassbar. Alter, Menschen. Menschen sind. Aber ganz ehrlich, die Frage ist, wenn es dir selber passiert und du bist gerade im Baumarkt oder du bist gerade im IKEA und du hast halt es. Junge, wie das. Das kneift einfach schon, ja. Und die U-Bahn fährt schon halb aus dem Tunnel und du bist einfach mega verzweifelt, weil du schaffst es sonst nicht irgendwie, weil das öffentliche Klo ist gerade da hinten irgendwo beim Restaurant am anderen Ende. Du musst 1000 Pfeile ablaufen erstmal, ja. Du musst dann erstmal durch Lampenabteilungen, durch die kleine Pflanzen, die man nebenbei mitnimmt, Abteilungen und durch die, guck mal, das sind irgendwelche Holzobjekte im Regalabteilungen und durch die Schreibtische, die für Gaming sein sollen, aber alle kacke aussehen, Abteilungen. Und dann kommt erst vielleicht irgendwas Klo. Und dann ist aber gerade da ein Klo ausgestellt mit Tür, ja, als Badezimmer. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Es ist, glaube ich, die bessere Alternative zum Einscheißen. Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, nur zwischen diesen beiden Möglichkeiten, ja, so ein ungespültes Klo oder mich einzuscheißen, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde. Ich glaube, es wäre das Klo. Klingt, als redet Gronkh aus Erfahrung. Nee, ich bin Profiler. Ich kann mich da gerade reinversetzen. Ich persönlich gehe möglichst nie auf öffentliche Toiletten. Ich hasse das. Ich bin sehr gut darin, innezuhalten. Gestellt aus 13 Jahren Let's Plays und Streams, ja, lange Let's Play-Aufnahmen und Streams. Ich kann sehr gut innehalten. Genau, egal wie peinlich, nicht so peinlich, wie in die Hose zu machen. Genau, das sehe ich genauso. Das sehe ich absolut genauso. Sitzt du gerade auf dem Klo? Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Das geht niemandem was an hier. Völlige Intransparenz. Okay, let's go. Gut, dass wir das geklärt haben. Warte. Also, ich habe halt hier so ein Fenster. Das ist so fensterförmig. Also, recht ehrlich. Ungewöhnlich. Achso, ja, okay, ja, gut. Wenn gestern der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat und heute der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat, wie viele Stunden sind vergangen? 12? Wie viele Stunden sind vergangen von gestern bis heute, Chat? Von gestern...
Achso, ja, natürlich 24. Ich habe gerade noch überlegt, ob mir irgendwas fehlt bei der Formel, ob sie vielleicht das Streamende meint. Ja, das vom Streamende bist du, aber ja. Das ist der fucking ganze Tag voll. Oh mein Gott. Die Kaffeemaschine hat noch keine KI drin. Die ist noch dumm. Wer ist denn die Kaffeemaschine? Müsste er sich dann nicht mit der Kaffeemaschine voll gut verstehen? Oh, Sickburn. Oh, böse, oh, böse. Ich dachte gerade zuerst, er hat sie als Kaffeemaschine gerade beleidigt. Aber okay, war direkt, war die Return Card. War ohne Reverse. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber oh, puh. Puh. Oh nein, wieder auf die Tastatur gespritzt. Man kennt es. Wieder aufgeregt gewesen beim Streamstart, aus Versehen wieder auf die Tasten gespritzt. Hm, wer kennt es nicht? Ja, jedem schon passiert. Ja. Auf jeden Fall, dass wir es noch nie hatten. Wie? Ja. Du bist ein Idiot. Mir geht auch das Trinken aus langsam. Kann ich das saufen? Geh halten, um zu trinken. Wetten, ich hole mir irgendeine Scheiße, wenn ich das sauf? Durchfall? Ah, keine tödliche Krankheit bekommen? Ah. Ungewöhnlich für ein Survival-Game. Und Durchfall. Was war das? Krieg mal. Hä? Okay, das ging schnell. Trauen wir uns jetzt wieder die Alerts anzumachen? Do we dare? Herzlichen Dank für den Gift-Sub an Bar. Okay, ich glaube... Das sieht aus wie das auf der IKEA-Kundentoilette, was ich meine. Mein Gott, es... Nein! Stopp! Es ist zu viel! Ich sehe doch nicht! Gut. Der ist unten rechts. Also der ist auf jeden Fall sehr lost. Ich baue hier... Hä, bin ich unten rechts? Hä? Oh, ich dachte, der lila Mann! Oh mein Gott. Ja, natürlich. Okay. Oh, warte. Oh. Ich hätte es dir direkt ansehen müssen. Ja, eigentlich schon. Ist das ein Spezi-Cosplay oder was? Aber ich habe auch schon öfters Spezies getroffen. Sehe ich gerade eine rauchende. Habe ich gerade eine rauchende Elfe gesehen? Ist das hier eine rauchende Elfe auf der linken Seite? Habe ich gerade eine Kippe in der Hand gesehen? Ich meine. Immer noch interessant, ja, wenn wir einfach in der heutigen Timeline leben würden, alles ist wie immer. Aber Elfen und Zwerge wären real. Dann würden wir wahrscheinlich auch hier, Elfe so. Ja, und die Zwerge immer sowieso am Saufen, immer alle Alkoholprobleme und so, stelle ich mir so vor. Ja, so ein bisschen Shadowrun-mäßig, ja. Hoffen wir, denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genau... Da ist der Zauber leider vorbei. ...so gut geschmeckt hat. Es gab schon... Ein... Oh, so meine ich's nicht. Ja, so meine ich... Was passiert bei mir? Okay, aber ich habe auch schon öfters Spezies getroffen, bei denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genauso gut geschmeckt hat. Es gab schon... Ein... Oh, so meine ich's nicht. Ja, so meine ich... Ich meine allgemein... Bitte, was? Habe ich zuerst nicht kapiert. Okay, verstehe jetzt. Ja, verstehe jetzt. Okay, gut. Habe ich zuerst gar nicht so verstanden. Ich bin offenbar immer noch zu anständig für dieses Internet. Es gibt kein Limit beim Boden. Oh, und das immer wieder bei Minderjährigen. Adam! Ich bin 18. Juhu! Zwischen können wir gar nichts. Puh. I don't know what to do. Die Eva, die Eva ist einfach sick, also positiv gesehen, ne? Also die ist jetzt nicht krank, die hat jetzt nicht irgendwie, sondern einfach positiv gesehen, das ist schon echt geil, das ist schon krass, die Frau, puh, die ballert raus. So, warte mal, jetzt dieser komische, was ist denn mit dem, den habe ich vorhin gesehen im Focus Online Interview. Folgendes Szenario, Tobias, ja? Ja, du bist schwanger und dein Baby kommt zur Welt und ist einfach nur ein Babykopf mit 8 langen haarigen Spinnenbeinen. Wie reagierst du? Grill. Das war ein bisschen zu spontan. Immer noch. Es war immer noch ein bisschen zu spontan, finde ich. Oh. Spielzeug ist kaputt. Oh. Was? Jetzt brauche ich ein neues Spielzeug. Möchtest du mein Spielzeug sein? Das ist nicht die Suki, die ich kenne. Das ist nicht die Suki, die ich adoptiert habe. Hm? Ich bin auch ganz lieb. Nein, ehrlich, ich bin der...
dümmste Streamer, was Kochen angeht. Nochmal kurz eben, das Problem bei den Freuds ist immer so ein bisschen diese Copy- und Taste-Kacke. Das ist immer ein Riesenproblem, wenn die Jungs... Digga, für mich ist, hier, wie heißt das? Gras. Schnittlauch. Schnittlauch ist für mich Gras und, hier, Brokkoli. Kleeblatt. Kleeblatt? Petersilie ist Kleeblatt. Meerrettich ist on Fisch. Was? Feuerwehr! Ich bin einfach nur verstört. Ja, ich komme. Oberbrandmeister. Oh oh. Zur Bekämpfung antreten, jawohl, Kommandant. Oh Hilfe, oh. Hilfe! Oh ja, wir kommen das ja schon. Das wird schief gehen, oder? Ach was, jetzt regnet's? Ernsthaft, wo ich der Held sein wollte, okay. Jetzt fängt's an zu regnen? Ach, okay, hör doch auf, leck mich doch. Und rein da! Was? Wo bin ich jetzt? Hä? Was? Hä? Das aber musst du, oder? Was ist das denn für eine Scheiße? Hilfe! Aber das musst du, oder? Das war aus wie ein Special-Effekt. Homemade Flashbang, nice. Oh. Homemade Flashbang? Oh Gott, bitte. Ich möchte sehen, bitte. Oh oh. Da. Oh, wow. Oh Gott. Er wollte es sehen. Ja, to be fair, er wollte es sehen. Sonja Mielczy. Ja? Was für ein aufdringlicher Klingelton. Um Gottes Willen. Oh, ich würde nie mein Handy so laut und bla und dann auch mit Namen vorlesen, würde ich den aber machen. Schön leise, diskret, damit ich das bloß nicht höre, wenn ich irgendwas mache gerade, wenn ich Kopfhörer aufhabe. Also erstmal, willst du mir wirklich gerade sagen, dass wenn man sich anruft, irgend so eine komische Stimme sagt, Sonja Mielczy? Ja. Ja. Oh nein. Furchtbar. Furchtbar. Ich drück auf Salutieren anstatt auf Heilen. Ich spare für meine dritte Titte. Was? Ich wollte mir hier irgendwann so eine dritte Brust machen, weil ich glaube, mehr Boobs geben mehr Geld. Deswegen, ich mache nicht einen auf dicke Lippe, ich mache einen auf dicke Titte. Ich habe neulich, ich guck manchmal gerne schlechte Filme. Ich mag es gerne, schlechte Filme zu gucken. Manchmal gucke ich rein und wenn ich denke, oh, der ist schlecht genug, dann gucke ich mir Andi zum Beispiel. Aber manchmal lasse ich so nebenbei durchlaufen. Und da habe ich neulich, wie hieß das nochmal? Der Krieger und die Hexe oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe mir das nicht so richtig gemerkt. Das war so ein alter, damals lief Conan relativ erfolgreich und alle haben dann angefangen, diese komische Fantasy-Filme zu machen, die halt echt weird sind und echt billo. Und der war echt nicht gut. Nee, nicht auf Tele 5. Ich hab den hier. Frag bitte nicht. Ich sammle Filme und ich hab den zufällig hier und hab dann einfach gedacht, oh, den mach ich jetzt mal an. Hat eine schlechte Bewertung, will ich sehen. Und dann gibt's irgendwie eine Stelle. Also erstmal, alle Frauen da drin müssen oben ohne sein. Das war offenbar eine Prämisse. Der ist voll gut. Der Titel sagt auch schon, Krieger und Hexe, voll geil. Ja, aber die Hexe ist manchmal eine Prinzessin und manchmal eine Hexe. Das wird nicht ganz klar. Vielleicht beides. Ich hab keine Ahnung. Und jedenfalls... Dann sitzen die ja alle bei so einem am bösen Buffet, ja, und dann ist da so eine Tänzerin, die da so reinkommt, ja. Okay. Okay. Und dann, genau, mit David Carradine, genau. Und dann zieht die Tänzerin sich aber aus und hat vier Brüste. Zwei hier, wo Brüste normalerweise, optimalerweise hingehören, ja. Und nochmal zwei da drunter. Aber die zwei da drunter, weil offenbar, ich weiß, da war nicht so viel Budget für den Film und so. Die hatten einfach nicht die richtige Hautfarbe. Die sahen halt die ganze Zeit aus, wie künstlich, weil sie es ja waren, aber eben auch mit so falscher Farbe, irgendwie so gelblich. Und du hast richtig gesehen, wo diese Prothese da aufhörte. Und das war einfach, oh, das war alles ganz furchtbar. Alles war ganz furchtbar. In der anderen Szene hast du noch gesehen, da war irgendwie so ein Schwertkampf im Dungeon oder so. Und, Da war so ein Fenster, wo so bläuliches Licht, kennst ja vom Mond, so das Durchscheinen und so, ne? So durchgefallen ist. Und du siehst einfach die Lampe da noch stehen. Du siehst einfach in manchen Szenen, wo die kämpfen, siehst du im Hintergrund die Lampe stehen, die das Licht wirft. Es ist einfach, oh Junge, der Film, großartig. Hat wirklich Spaß gemacht, ihn zu gucken. Der Krieger und die Hexe, ich glaube, der hieß so, ich weiß nicht genau. Es war, Pan kam nicht rein, nee. Ich glaube, die wäre auch einfach wieder rausgegangen, Es war nicht so schön, wie ihr das gerade vielleicht denkt. Es war eher ein bisschen hilflos. Okay, weiter geht's. Was? Was? Oh mein Gott!
Oh. Oh. A house. In the middle of a street. A house. Da, weiß ich auch nicht mehr. Ist ne bla bla ha ba ba. Weiß ich auch nicht mehr. Alter. For real, man hört keine Mucke. Ach, fuck. Oh, ach so, oh, ich dachte, der singt aber so. Nein, I can show my eyes. Ja, also nochmal kurz, okay? Also nochmal langsam, damit ihr euch das merkt. Das ist ein gutes Gedicht, das zieht immer, ja? Also, Schneewittchen hat einen geilen Po, super Titten sowieso. Täglich hat sie wilden Sex mit den Zwergen 1 bis 6. Nur den schwulen siebten Zwerg, den fickt Hänsel hinterm Berg. Ich bin ein bisschen ergriffen. Das war ein bisschen Kurzprosa, ja? Ein bisschen Kurzprosa. Offenbar ist der Zwerg Bottom wieder was gelernt. Aber die Frage ist, was ist mit Gretel? Das würde ich gerne wissen. Das wird nicht so klar. Was ist mit Gretel? Weiter geht's. Feine Katze wieder, warte. Wir laufen die Amongi-Runden. Jetzt, wo du gefragt hast, muss ich gleich sterben. Oh ja. War ja klar. Warum fragst du auch, Connor? Was soll denn das? Hallo, Wollblume und Soriati. Oh, oh, jetzt. Oh, aber, kann man nicht Minecraft spielen? Normaler Kapuzenwurm spielen. Dann ich spiele Dark Souls 3. Oh, hier, guck mal, richtig geil. Oh oh. Ach, hier masturbieren, ey. Einmal schön die Hose bis zu den Knöcheln runter. Was? Ja, okay. Schön. Oh mein Gott, knallt doch die Türen denn so zu. Wir haben Türklinken zerfixt. Wo kommt ihr her? Seid ihr dort aufgewachsen, wo es nur Vorhänge gab oder was? Entfache dieses aber Feuer. Aber Mutter. In mir oh, Enshrouded, guck mal. Feuer. Oh Gott. Als ob er noch lebt. Was? Wie frech. Oh mein Gott. Als ob er noch lebt. Jetzt machst du diese Mitte. Er hätte in Lava fallen müssen. Also theoretisch, für unseren Rhythmus bin ich immer noch na. Was? Warte, ich muss noch mal ganz kurz. Jetzt machst du diese mitten in der Nacht Streets. Also theoretisch, für unseren Rhythmus bin ich immer noch na. Okay. Es klingt zu authentisch, um ein Versprecher gewesen zu sein. Anna. Gut. Oh, die Musik. Und schon wieder ordentlich. Jawohl. Liebe den Baldur's Gate Soundtrack. Das darf man so nicht auf Twitch streamen. Wie die Katzenöhrchen. Oh. Wegen dem Erschrecken am Ende, meine ich natürlich. Weil man sich erschreckt am Ende. Ja, das ist Self-Hurt. Das verstößt gegen die TOS. Das, ja. Hast du deinen Waschlappen gerade in die Spüle geworfen? Nee, ich kann Stefan nicht in die Spüle werfen. Ich. Doch, also Erik, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war Peters 30. Geburtstag. Da stand Erik, ich glaube, drei Stunden lang in diesem Captain's Stand. Also ich saß auf der Bank und er hatte auf der Bank gegenüber sein eines Bein hoch. Also sein Penis war sozusagen direkt in meinem Gesicht die ganze Zeit. Was? Und es hat mich nicht gestört. Also ich kann das verstehen. Ja? Was? Das habe ich gemacht? Habe ich das wirklich? Was? Sowas mache ich? Ich meine, den Captain Morgan mache ich, na, ihr wisst das, die Hotelgeschichte klingt nach mir, kann passieren. Ich mache ab und zu mal den Jonathan Frakes, ja. Aber ich mache das eigentlich nie, wenn jemand genau vor mir sitzt. Das mache ich eigentlich nicht. Da bin ich eigentlich bedacht. Also das ist, ja, okay, warte. Jetzt will ich mal ganz kurz machen. Also, was ist der Jonathan Frakes? Das Riker-Manöver, genau, das Riker-Manöver, das ist genau das. Irgendwo hingehen und dann einen Fuß irgendwo draufstellen und dann so wie der Denker quasi, also einfach irgendeinen Fuß draufstellen. Sehr energisch stehen. Bisschen der Captain Morgan halt. Mach ich das auch so? Weiß ich gar nicht. Sein Penis war sozusagen direkt in meinem Gesicht. Ich mag aber, dass er so dabei macht, ja? Sein Penis. Ich mag, dass er diese ausladende Geste macht, ja? Er ordnet das halt direkt schon ein. Das finde ich gut. Das ist sehr analytisch vorgegangen. Viel wie Nacken. Nicht die ganze Zeit. Und es hat mich nicht gestört. Also ich kann das verstehen, ja? Manche Sachen sind seltsam.
Es tut mir leid, das war nicht mit böser Absicht. Ich wollte es nur mal sagen. Normalerweise bin ich empathisch genug, ist das das richtige Wort, zu schauen, ob da, also wenn da jemand sitzt, würde ich mich nicht so, eigentlich nicht, ich würde das in niemandes Face machen, quasi. Als ich noch öffentliche Verkehrsmittel gefahren bin damals, ja, habe ich sogar immer darauf geachtet, dass ich nie zu nah mit vorne oder mit hinten, ja, dass ich niemandem meine Mittelkonsole ins Gesicht drücke. Ja, und dann, ja, ich passe da eigentlich immer drauf auf, normalerweise. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Vielleicht war es einfach sehr eng. Das kann sein. Eventuell war es sehr eng. Ja. Genau das ist das Feeling, ja, glaube ich. Ah, ich bin ein bisschen, okay, ich hoffe, ihr mögt meinen Hintergrund genauso wie ich. Hä? Ich liebe ihn einfach. Okay, seid ihr bereit? Ach so, sie reagiert auf sich selbst. Ich war gerade ganz kurz verwirrt. Seid ihr bereit? Trommelwirbel bitte. Es ist mir immer noch super unangenehm. Ich sag's, wie es ist, ne? Es ist mir immer noch unfassbar unangenehm. Ich habe wirklich in dem Moment einfach gedacht, so, ja, alles klar. Oh oh. So müssen sich Männer fühlen, wenn sie erstmal geprahlt haben, dass sie ein 3-Zentimeter-Ding haben. 3-Zentimeter-Ding? Sie haben geprahlt mit einem 3-Zentimeter-Ding? Liebe Katja, nur mal aus Interesse, was kennst du so für Männer? Hat sie 30 gesagt? Ich habe 3 Zentimeter verstanden. Ja, alles klar. So müssen sich Männer fühlen, wenn sie erstmal geprahlt haben, dass sie ein 3 Zentimeter... Nee, 3 Zentimeter. Sie sagt 3 Zentimeter. Männer, die prahlen mit 3 Zentimetern. Oh ja, das kann alles dir gehören, Baby. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ding haben und im Bett da nicht wirklich vorankommen. So, ich. Ah, ein 3-Zentimeter-Ding. Da ist auch ein 3-Zentimeter-Ding. Sehe ich doch bis hier. Oh. Oh, okay. Das ist mir auch zu spät aufgefallen. Oh, das sieht aus wie eine Post. Oh mein Gott. Oh. Ah, mit ja. Punkt oh oder Komma kannst du springen ein paar Frames zurück. Und vor. Kann daraus nicht jemand ein animiertes GIF machen, bitte? Das ist richtig mies. Hm, manchmal aus Dosen, fast wir immer. Wir brauchen ein animiertes GIF daraus. Hab ich das letzte Mal gesehen, wie gut du die das erste Mal geöffnet hast. Nee, guck mal. Das. Nein! Ja, das passiert, wenn man nervös ist. Das ist nicht wahr! Ich will nicht immer die Tierchen töten, aber die greifen mich an. Speichern, ja. Gute Idee. Speichern. Nein, nicht laden! Nicht laden! Gespeichert. Ja. Oh nein. Ich hab laden gemacht, ne? Oh, Tanne. Oh nein. Oh nein. Vorsicht, kennen wir alle. Du kannst jetzt auch in die Map reinbacken. Ach, das wird mir doch niemals passieren. Wann Plingplong folgen? Ja doch, sagt niemals nie. Aus einem Grund, dass es vielen schon passiert. Nein! Nein! Das habe ich noch nie geschafft. Mikro näher an den Mund. Ah, oh mein Gott. Kein Loot, okay. Ja. Ah, das kennen wir ja. Recommended horse-oriented. Ja, dann lieber horse-oriented. Bitte. Die Steuerung war ein bisschen wild. Bisschen verwirrend. Ah, ist doch nicht so gut. Ja. Oh Gott, es ist gar nicht gut. Ich hab's ja gesagt. Hallo? Die Steuerung war weird. Hä? Ach du Scheiße. Oh nein! Jetzt sehe ich, was ich gemacht habe. Das ist gar nicht gut. Ja. Ja, guck. Oh, die fahren Auto. Das ist eine Gans, oder? Was? Das ist ein Schwan. Ein Schwan, oder? Ja. Schwan. Oh. Ein was? Die Mehrzahl von Schwan. Oh, was ist das Schwan für ein Spiel? Schwan. Mich selbst schlagen. Oh, geil. ist auch ein Ausweg. Bitte nur im Spiel. So, was? Jetzt kommt das mit den Männern, oder? Die sehen sich sehr ähnlich. Hä, was? Hier, er sieht aus wie so ein exzentrischer Künstler. Den ja, das stimmt allerdings. Schön, dass du es erkannt hast. Ich bin, liebe Luna, vielen Dank dafür. Endlich mal jemand, der in meine sensible Seele blickt.
Den würde ich, ich würde Erik hier auch in so eine Art Gallery sehen und so sagen, so, ja, dieses Kunstwerk von Bruderson ist ein Ausdruck unserer heutigen Gesellschaft. Man muss das eh klar kommunizieren. Da sehe ich mich, ja. Das sehe ich mich. Ja. Oh. Gut abgerollt. Gut abgerollt. Oh, das ist ganz unten. Gut abgerollt. Sehr gut abgerollt. So faltet man einen Menschen. Wollen wir anstoßen? Ja, auf was stoßen wir heute an? Dass wir heute kochen und dann letzte Woche nicht angestoßen haben. Oh ja. Oh, hast du geguckt? Was war das denn? Was? Guck mal, die haben beide so eine ähnliche Brillenform, ne? Irgendwie erwarte ich immer, dass da Laser aus den Augen kommen und die sie gleich über Star Wars so tju. Ich weiß nicht warum. Sieht irgendwie so ein bisschen so aus. Acht mal drauf. Dass wir heute kochen und dann letzte Woche nicht. Als würden die mit Energiestrahlen connecten zwischen ihren Brillen. Gestoßen haben. Ja, sind diesen Geschwister, genau, das ist richtig, ja. Oh ja. Oh, hast du geguckt? Was war das denn? Was? Nix. Sag, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Das war Abchecker. Ich habe keinen Abchecker gemacht. Du hast ja gerade voll den Abchecker gemacht. Ja, die sind Geschwister, das ist richtig, ja. Ich habe keinen Abchecker gemacht. Aber man, unter Geschwistern abchecken ist okay. Müsst ihr auch mal Hallo sagen? Komm. Quinn sagt euch heute auch wieder Hallo. Halt. So, einmal da, Quinny. Hallo. Da ist die Kamera. Hat gerade voll gezwinkert, was? Du hast dem Chat zugezwinkert. Ja, was? Hallo? Ja, einfach nur wie verrucht. In die Richtung zeigen. Aber bei mir hält er die so komisch, wie so ein Spalier. Ich sehe es gerade. Drop sie mal. Oh, oh. Ah, nee. Hypersonic. Ja, nun. Was ist Hypersonic? Oh, was haben wir was hier? Ist das denn? Aha, aha. Aber das Stuhl-Emote wird gesperrt von Twitch. Das Stuhl-Emote wird gesperrt, ja? Weil ein Stuhl von hinten zu sehen ist. Das wird gesperrt. Aber das ist okay. Das ist natürlich immer okay. Und war noch Zeitlupe eingestellt. Gut. Oh mein Gott. Nice. Es geht mir die Armbrust, ja. Wirklich, jetzt ist Schluss mit lustig. Das reicht jetzt. Gib mir die Armbrust. Schluss mit lustig. Was? Hä? Verdammt! Was ist das für ein Spiel? Was ist denn das für eine emotionale Aura? Um Gottes Willen. Also erstmal, die hätte ja gar nicht runterfallen können, weil da ist gar kein Platz, da reinzufallen. Und dieses verdammt! Weißt du, warum mich das erinnert? Wieso müssen alle sterben? Daran hat es mich erinnert. Es reicht jetzt. Gib mir die Armbrust. Verdammt! Okay. Uff. Ja, noch mehr bitte. Geil. Noch als mehr! Ob, kommt doch alle her, Mann! Wie er rasiert. Und es sagt die Umfrage: Wer benutzt hier Strandmatte? Ne? Was? 20 Leute nicht? Das kann nicht sein, ey. Ich riech so oft an Männern. Nein, nicht an. Was? Wie ist das denn? Wer benutzt hier Strandmatte? Wie kommt man denn von der Strandmatte auf an Männern riechen? Strandmatte voll gut? Ich habe noch nie eine Strandmatte gehabt. Ich habe, wenn ich am Strand bin, Handtuch. Ich habe nur ein Handtuch mit. Habt ihr Strandmatte? Ach so! Ach, das ist ein Haargel. Weiß ich nicht, das kenne ich nicht. Hä, aber wenn die sagt Strandmatte, dann denke ich jetzt an so eine Bambusmatte, die man ausrollt am Strand halt. Weil, okay, Haargel, okay. Dann verstehe ich auch, warum sie an Männern riecht, also an den Haaren oder so. Ach so, um Gottes Willen, ich kenne das nicht, hatte das noch nicht. Strandmatte riecht so gut, dann probiere ich das mal aus, okay. Also ich teste gerne Haargels, aber ich brauche immer stabile, weil meine Haare sind immer sehr widerspenstig. Die sind sehr dick und widerspenstig. Deswegen brauche ich immer Stufe 8, keine Ahnung. Okay, ja gut, okay, interessant. Strandmatte, okay. Ja, noch mehr bitte. Got to be Strandmatte heißt sie genau. Okay. Noch mehr, kommt doch alle her, Mann! Und es sagt die Umfrage: Wer benutzt hier Strandmatte? Was? 20 Leute nicht? Das kann nicht sein, ey. Ich riech so oft an Männern. Nein, nicht an. Ja, dann hole ich mir das auch. Wenn das funktioniert. Gib mir den Beat. Oh. Don't you wish your girlfriend was hot like me?
Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Dip, 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 dip. Ach, guck mal. Sag mal, oh, ist ja ganz schön spät geworden, also jetzt Loch. Oh, stimmt, ich sollte gehen, was eine Zeitverschwendung. Ich schlafe hier, kannst du mich nach Hause fahren? Level 4, das Sofa. Milchbaum-Dating-Simulator. Warte, was? Warte, was? Was zum F bin ich sehend? Okay, Chat, was wäre eure Antwort? Was wäre eure Antwort, Chat? Also sie sagt, es ist ganz schön spät geworden. Ich finde aber, die Tonlage ist noch wichtig. Ja, also ist sie dann eher müde oder... Also ich finde, die Tonlage macht schon viel aus. So ganz, ganz aus dem Kontext, oh, es ist ganz schön spät geworden, klingt so, als würde man jemanden loswerden wollen. Deswegen Antwort 1 sehe ich nicht. Vor allem die Formulierung, weiß ich nicht, ist, klingt klassisch, ja, also... Diskret, romantisch beinahe schon, weiß ich nicht. Ich glaube, Antwort 4 ist die einzig richtige. Du hast recht, ich schlafe heute hier. Danke für das Angebot, danke, dass du mir, vielen Dank. Heißt ja nicht, dass man zusammen, so, man kann ja auch im Sofa oder so, ne? Ich finde, Antwort 4 ist die einzig richtige. Antwort 5 ist so ein bisschen needy, weißt du, ist so, nicht so gut. Antwort 3 ist beleidigend, was für eine Zeitverschwendung. Antwort 2... zu normal langweilig, weißt du, so, ah oh ja, dann gehe ich, ja, du hast recht, ja. Antwort 4 ist witzig, kokett, ja, ist so ein bisschen so, hey. Und dann hat man vielleicht zufällig schon seinen Pyjama damit dabei, ja, wo so lauter Snoopy-Figuren drauf sind, einfach, das kommt immer gut an. Ja, also ich glaube, ich gehe mit der 4, ja. Oder so ein Captain America-Schlafanzug einfach, das ist einfach, ja, gut. So. 4 fühle ich so 0, ist so aufdringlich. Kommt drauf an, wie du sagst. Du kannst dich natürlich auch schon hinlegen und schlafen. Oder man kann es aber auch lustig verpacken. Wie gesagt, ist halt die Frage, wie die. Ne, oh, ist ganz schön spät geworden. Kommt drauf an, wie es formuliert ist. Ich kann es selber, also wie es betont ist. Ich kann es selber nicht einschätzen. Normalerweise sagt man 2. Normalerweise, oh, du hast recht. Ja, okay, dann. Ich will dir nicht weiter zur Last fallen, ja. Schreib mir doch bei Grindr, ob du dich nochmal treffen willst. Was? Weißt du was? Ich geb dir gleich ein Loch und zwar ein zweites in deinen Arsch. Boah, ekelhaft. Und da würden sich viele freuen. Ich glaube, bei der Antwort würden sich viele freuen. Warte, also. Oh, es ist ganz schön spät geworden. Also dann jetzt Loch. Erstmal ein Küsti. Was? Weißt du was? Ich geb dir gleich ein Loch und zwar ein zweites in deinen Arsch. Geil, dann boah, krieg ich doch ein Küsschen. Weißt du was? Verschwinde. Oh mein Gott, was hab ich mir mit... Oh Gott. Los, weg. Boah. Gib dir gleich ein Loch, blöder Hund. Also Schauspiel ist auf jeden Fall 10 von 10. Mir lag auch sonst nichts weiter rum, ne? Kein Minipack, kein gar nichts. Ich glaube, die Blitze haben auch jetzt aufgehört. Ja, Mann. Jetzt haben sie aufgehört. Nun ja. Ich spüre das so sehr, ne? Als ob das funktioniert hat. Das ist einfach geil. Ja, das ist easy. Super nice. Das easy hier. Das easy. Ich gehe als erstes durchs Ziel. Nein! Okay, gut. Ne. Hallo alle zusammen. Ich oh, bin die kleinen Hände. Ich streame normalerweise auf meinem Channel, aber heute... Man muss aber sagen, Copyright von Ehrensache. Das ist eigentlich ein Copyright von Ehrensache. Bin ich hier bei ich habe den Namen vergessen. Oh, unangenehm. Wird auch interessant, weil hier werden Schienen noch rausführen. Ach ja? Ja. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja, ist wirklich so. Das ist einfach der fehlende Sauerstoff. Du das ganze Nein, du weißt, was das Problem ist? Also die Sache ist, ich
atmen. Man denkt sich die ganze Zeit, boah, die redet so viel, wann atmet die mal? Problem ist, weil mein Mund halt nicht mehr dazu kommt zu atmen, übernimmt das mein Arschloch. Aber deswegen übernimmt mein Mund auch die Funktion meines Arschloches. Und deswegen... Aber wenn der Arsch an die Lunge angeschlossen ist, dann muss der penetrant aus dem Hals stinken. Und zwar nach unsäglichem. Sehe ich richtig, oder? Da muss man halt penetrant nach Kacke stinken aus dem Hals. Red ich nur Scheiße? Weiß ich nicht. So, warte mal, was habe ich gerade gesehen? Was? Warte mal. Deswegen übernimmt ich muss mein mal kurz Mund gucken. Auch die Funktion meines Arschloches und deswegen rede ich nur Scheiße. Gut, das mache ich mal nicht im Stream. So, Tinker, jetzt du. Jetzt ich. Ja, das. Aber, nee. Konnte ich auch mal. Weiß ich gar nicht, ob sie... Oh! Ups. Das kann ich. Shit, this is nice. Was? Nein. Was? Ich sitz nicht für... Nein. Aber sie sagt, das ist nice. Warum ist mir das nicht passiert in Fallout 4? Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt ein Date mit dir. Okay. Dir. Okay, ja. Ja? Mhm, Date, okay. Und, ich möchte dich so ein bisschen anflirten, ja? Mhm. Und dann zeige ich euch jetzt, mit welchem Blick ich das mache. Hat sich mein Kabel direkt zurückgezogen. Warte, jetzt höre ich euch wieder. Warte. Halt alle, ja! Ja, nun, weiß ich nicht. Ach so, bist du das? Das bin ich. Okay, weil ich nämlich deinen Namen nicht sehe, deswegen. Ach so, ich bin disguised. Wahrscheinlich deswegen. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe deinen Namen aber auch gerade nicht. Das buggt scheinbar gerade ein bisschen. Warte mal, wir sind ja auch gar nicht in einem Team. Echt, was ist mit euch? Ach so, stimmt. Verdammt. Huch. Ja? Musi? Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Nee, was ist denn los? Der Marcel. Gucke. Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber die Leute sagen, du hast deine Fracht vergessen. Du hast vergessen, auch mitzunehmen. Moment, wirklich? Ich habe meine Fracht nicht dabei. Warte mal, wollt ihr gerade auf der Autobahn umdrehen? Wirklich? Wir rechts ranfahren. Okay, ich habe meine Fracht schon. Nicht okay. dabei. Puh. Okay. Ich bin stuck. 10-Minuten-Timer für mich stellen. Hab mir gerade was vom Doktor in den Ofen geschoben. Was? Aber war, er hat eine Pizza in Röhre. Aber wieso vom Doktor? Oetker? Dr. Oetker. Oetker. Oh. Ich weiß noch, dass ich Dr. Oetker damals gefragt habe, ob man, da es sich ja scheinbar um einen Doktor handelt, ich vielleicht meine Pizza nicht mit der EC, sondern vielleicht mit einer Krankenkassenkarte bezahlen kann. Was? Was? Wenn das funktioniert, ich meine im Grunde genommen, wenn man zu wenig isst, ist das ungesund. Also eigentlich relatable, eigentlich fair, normalerweise. Der Weihnachtsbaum ist da. Oh, oh. Gott, der ist böse, der ist noch weg, komm! Ich kann halt eh nicht, was ich bin, leider. Achso. Next time! Wie war es um 40 cm an deinem kleinen Körper? Was? Pizza. Ach so. Was? Ja, ein bisschen cocky sein hier. Nix langsam schlaufen. So, Prösterchen. Oh oh. Mm. Prösterchen. Lass dir schmecken. Und an dem Abend war ich irgendwie so ein bisschen, ja, habe ich da jetzt Bock drauf? Oder ja, aber am Ende des Tages dachte ich mir dann so, ja, komm, let's go. Ich habe das Ja noch nicht mal ausgesprochen. Ich war noch, lass mich ausreden, ich war noch beim J, da geht der Kofferraum auf. Alles klar, kein Problem, Kali nimmt ihre Tasche raus und folgt mir Richtung Haustür. Erinnert mich an den Milchbaum-Simulator. Was ist... Wartet mal, hallo? Daniel, Game.
Wow. Wow. Dennergy. Okay. Klingt wie ein Energy-Getränk. Döner-Gay. Aber ein bisschen, ich höre mal ein bisschen Döner-Gay. Was? Cute. Das sieht aus. Ich weiß auch nicht. Folgt mir auch auf all meinen anderen Social Media Kanälen. Hast du noch andere? Ja, ich habe zum Beispiel Instagram, joint auch dem Discord. So, und dann würde ich sagen. Jetzt Kamelle. Auf die Plätze. Oh nein! Was denn? Hä? Oh nein, zu spät. Was denn? Wir sind schon geradet. Oh. So, das waren die Twitch-Clips für diese Woche. Schön war's. Sehr, sehr schön. Sehr viel, ich muss aber sagen, sehr viel Anrüchiges diese Woche, ne? Sehr viel, ich habe das Gefühl, es wird langsam Frühling. Ja, ich würde sagen, jetzt erstmal eine Runde Loch für alle.